Herr Mehli, wie viel Cyberattacken auf Schweizer Banken die Institute jährlich kostet, ist ein gut gehütetes Geheimnis. Gibt es dazu Schätzungen? Nein, also ich glaube, alle fischen hier ein bisschen im Trüben. Es gibt keine Schätzungen, es ist auch keine exakte Wissenschaft. Es hängt auch davon ab, oder wie man Angriff definiert. Es gibt sehr viele Versuche, an der verschlossenen Türe zu rütteln, oder ohne dass man reinkommt. Und da ist schon mal die Frage, ist das überhaupt ein Angriff oder ist das ein Versuch oder wie klassifiziert man das? Also es gibt eigentlich keine genauen Zahlen dazu und auch die Versicherungswirtschaft, die würde sehr erfreut sein, wenn es da genauere Zahlen dazu gäbe. Aber die Attacken und die Effekte, die diese Attacken beinhalten, die haben zugenommen. Ja, wir sehen generell eine Zunahme des Trends. Es findet vor allem über die beiden Kanäle E-Mail und Internetbrowsing statt. Also das Ziel ist eigentlich immer der Mitarbeiter des Unternehmens, weil das ist generell auch die Schwachstelle, oder die man technisch nicht managen kann. Und daher sind wir natürlich auch auf die Zusammenarbeit der Mitarbeiter angewiesen. Also sie sollen nicht klicken, sie sollen unbekannte Dinge nicht öffnen und sie sollen das vor allem dann auch melden an die zuständige Stelle oder dass da was im Busch ist und so dann auch die Gefahr, wie soll ich sagen, managen und das Risiko. Ist diese zunehmende Digitalisierung in der Bankenbranche, bietet dieser Trend eigentlich zusätzliche Chancen für Cyberattacken, dass sich da Sicherheitslücken ergeben? In der Vergangenheit gab es eigentlich den Perimetergedanken. Also man ging davon aus, dass wenn der Perimeter sicher ist, dass man dann nicht in das Unternehmen eindringen kann. Doch dieser Perimetergedanken, der gehört eben wie gesagt der Vergangenheit an, weil das Unternehmen muss sich ja immer mehr öffnen. Man muss Daten und Informationen austauschen. Es gibt zum Teil auch Prozesse oder für welche man Dienstleistungen extern sourced. Also das heißt, der Perimeter, der weicht sich auf und man kann sich nicht mehr darauf verlassen. Bislang ist ja Cyberschutz eigentlich jedem einzelnen Player, jeder einzelnen Bank überlassen. Gerade jetzt das, was Sie geschildert haben, würde ja eigentlich ein koordiniertes Vorgehen fördern. Gibt es ein solches? Es gibt mehrere Versuche, das zu etablieren. Also es gibt ja zum einen Melanie oder die Meld- und Analysestelle des Bundes. Es gibt aber auch verschiedene Privatinitiativen, Threat-Intelligence-Plattformen zu etablieren, eben wo man dann die Informationen über die Angriffe austauschen kann. Nur ist es leider so, dass in der Schweiz gibt es jetzt mehrere dieser Initiativen, oder? Und wir sind uns daran hier ein bisschen gut eidgenössisch am Verzetteln, anstelle dass jetzt hier wirklich zum Beispiel der Lead beim Bund ist, oder? Und der Bund dann auch Melanie ausbaut und auch die notwendige Service-Dienstleistung dann über Melanie anbietet und auch in einer sehr guten Qualität. Mit ihrer hohen Rechtssicherheit, ihrer politischen Stabilität und ihrem traditionell hohen Schutz der Privatsphäre wäre die Schweiz eigentlich prädestiniert, ein Hub für Cybersecurity zu werden. Wird hier eine Chance vertan? Ja, ich persönlich finde es sehr schade, oder, dass genau diese Elemente, die Sie ansprechen, nicht geleveraged werden und man hier ein Ökosystem eigentlich aufbaut. Wir haben alle Zutaten, oder wir haben exzellente Hochschulen, eben wir haben Rechtssicherheit, auch das politische Umfeld ist sehr stabil, aber es fehlt einfach der Treiber, der dieses Ökosystem anstoßt. Oder also wenn wir andere Länder anschauen, oder die haben zum Beispiel die Armee, das ist eine exzellente Ausbildungsstätte, die wirft dann auch frische und gut ausgebildete Arbeitskräfte auf den Markt, welche dann auch in Startups angestellt werden oder selber Startups gründen, welche dann wieder vom Staat gefördert werden und somit sich dann eigentlich wie ein Zyklus etabliert, oder der dann immer stärker wird. Und da gibt es gute Beispiele im Ausland und ich bin unbedingt der Meinung, oder die Schweiz sollte hier auch mitmachen. Was sind denn jetzt für einzelne Institute, wie beispielsweise Julius Baer, was sind wirkliche etablierte Strategien, um sich gegen Cybercrime zu schützen? Ich glaube, man muss vier Säulen anschauen. Oder das erste ist mal, alles das, was man macht, also neue Initiativen, neue Projekte, die sollten von der Sicherheit her richtig konzipiert sein. Also richtig konzipiert heißt adäquat, heißt nicht auf Maximum
Sicherheit ausgelegt. Also das ist mal das erste Wichtige. Also der Informationssicherheit und der CISO, die sollten eigentlich von Anfang an am Tisch sitzen, also nicht am Kindertisch, sondern am Erwachsenentisch. Und die Initiative auch mitprägen, oder dass dann am Ende eben das Endergebnis stimmt. Das ist die erste Säule. Die zweite Säule, hier geht es um Transparenz und kontinuierliche Verbesserung. Also das heißt, man muss Transparenz herstellen über den Sicherheitszustand. Man muss den kennen, damit man eben auch gegebenenfalls Maßnahmen einleiten kann, die einen schlechten Zustand korrigieren. Die dritte Säule, das ist der Mitarbeiter eben. Also Mitarbeiter, die Kultur des Mitarbeiters bezüglich Sicherheit verstärken, also damit sich der Mitarbeiter eben sicher verhält, weil es ein Teil seines Wertesystems ist und nicht, weil es ihm gesagt wird. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und die vierte Säule, das ist Assume Breach. Also man muss eben davon ausgehen, dass es für jemand, der genug Zeit, Geld mitbringt, möglich ist, in das Unternehmen einzudringen. Und darauf muss man sich auch vorbereiten. Also das heißt eben, das ist das Perimeterparadigma, das ich eingangs erwähnt habe. Das stimmt nicht mehr. Man muss davon ausgehen, es ist möglich. Aber man muss darauf vorbereitet sein, eben dann diesen Breach so schnell wie möglich zu erkennen, zu managen und dann wieder normales Business oder die normalen Businessprozesse dann wieder herzustellen. Es findet ja eigentlich auch ein Wettrüsten statt. Im Bereich Technologisierung auf beiden Seiten, fehlt es jetzt hier an Mitteln, sich adäquat zu schützen? Ich bin der Meinung, nein. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Also das heißt, man muss bestimmte Hygienefaktoren muss man als Unternehmen berücksichtigen. Oder ist das genau das Gleiche, wie wenn wir auf die Toilette gehen, dann waschen wir uns auch die Hände danach, oder die meisten von uns zumindest. Und für die Unternehmen gilt das Gleiche. Oder es gibt so eben Hygienefaktoren, wie man muss starke Authentisierung haben, man muss die Software up-to-date halten, man muss patchen, man sollte Firewall in place haben, man sollte die Regeln dort auch regelmäßig überprüfen. Das ganze Thema Administratoren-Accounts muss unter Kontrolle sein. Also hier gibt es nicht viele, aber wichtige Basiselemente, oder, und die muss man im Griff haben. Und dann ist es eigentlich meistens, also nicht immer, aber meistens auch unabhängig von der Technologie. Wenn man das berücksichtigt, dann ist man eben auf der sicheren Seite. Herr Mehli, vielen Dank. Gern geschehen. Danke, Herr Hodi.